Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Hochbergmann. Ja, in der letzten Folge haben wir uns noch ein paar Neuigkeiten auf dieser Map, auf dieser neuen Version angeschaut. Wir haben uns ein Boot gekauft, einen kleinen ersten Angelversuch gestartet. Ja, ich habe mir mal erlaubt, die Gästeansaat in diesem Moment schon mal komplett abzuschließen, da wir nun erst vor 2 Folgen gesät haben. Das heißt, die Felder 3, 7 und 12 sind jetzt vollständig mit Gerste angesät. Drei Rapsfelder habe ich ebenfalls zwischen den Folgen noch gewalzt. Bin aber so offen und ehrlich und muss sagen, ich wollte eigentlich schon in-game schlafen gehen. Hab dann aber gedacht, ich gucke mir die Felder nochmal an. Da fiel mir dann ins Auge, muss gewalzt werden. Ja, dann habe ich mich auch schnell rangeklemmt, habe die drei Felder gewalzt, bevor der Tages- bzw. Monatswechsel kommt, weil jetzt ist die erste Wachstumsstufe, jetzt wäre nichts mehr mit Walzen. Gut, dann machen wir den Kollegen hier mal waschen. Abstellen. Ja, ihr seht es unten rechts, 47% Dünger und 53% Saatgut. Ich muss die nicht nachfüllen. Das heißt, das hat für die drei Felder vollkommen ausgereicht. Er muss zwar gleich herkommen, er muss gleich nochmal arbeiten, wir brauchen jetzt nicht waschen. Der Fett vielleicht mal, also der 926 vielleicht mal einfach machen kann, ist tanken. Da sind wir bei. Ja, ich würde mal einschätzen, etwas weniger als halb voll. Ich wollte den Zollstock da jetzt nicht in die Anzeige halten. So, kriegen wir dich da denn jetzt? Ja, halt jedes Mal beim ersten Mal falsch rumlenkt. Es ist schon spannend. Passt das? Ja, das ist fast. Jawohl. So, dann schnappen wir uns hier mit dem 926 hier schon mal die Walze. Schneidwerk hier, das ist ja auch eine riesen Platzverschwendung, weil ich da ja nun links in die Halle überhaupt gar nicht mehr reinkomme. Ich habe mir überlegt, das müsste eigentlich auch ja. Das Güllefass ist ziemlich breit, aber hier müsste das Schneidwerk eigentlich noch reinpassen. Das werden wir dann bei Zeiten mal umsetzen. So, dann bringen wir die Walze mal zur 12. Ja, hier auf der Wiese 11 und auf der 9 wird es genauso aussehen. Wächst es. Vision.
erstes möchte ich mit euch healen. Wir gucken mal einmal ganz kurz rein. Feld. Ja. Feld 2 ist das einzige der Rapsfelder mit Unkraut. Das wollen wir natürlich direkt im Hammer angehen. Eigentlich muss man sagen, schade, dass auf den anderen Feldern kein Unkraut ist, weil das hier unseren Umweltbonus auch nach oben treibt, aber wundern müssen wir uns nicht. Die anderen Felder sind ja geflügt und wer den LS kennt, bei geflügten Feldern entsteht kein Unkraut, weil man ja offensichtlich das Ganze durch das Flügen irgendwie vernichtet hat. Aber dafür bin ich kein Landwirt, da kenne ich mich nicht mehr aus, ob das realistisch ist. Gut, die ganzen Samen verschwinden natürlich tiefer, aber wer einen eigenen Garten oder zumindest eine eigene Terrasse hat, wird wissen, Unkraut kommt, egal was du machst. Also ich habe gar nicht ausgeschaltet, ja gut. Bist du dann rückwärts fahren, schon ein bisschen was erledigt. Ja, ich habe die Gästeansaat jetzt noch mit dem 926 gemacht. Eigentlich wollte ich ja schon einen leistungsstärkeren Traktor gekauft haben. Hätten wir auch in-game gemeinsam gemacht. Allerdings ist mir in dieser Aufnahmesession aufgefallen, ich habe den richtigen Mod nicht mit draufgenommen. Tür. Es sind alle nur Menschen, ne? Aber 5 Euro fürs Phasenschwein. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Sollte uns ja eigentlich. Dann mach doch das blöde Ding mal aus, statt immer absenken zu drücken. Ja, ich bin jetzt noch so vom Sehen drin, dass ich ja immer anhebe und wieder absenke. Und deswegen hatte ich meinen Finger hier die ganze Zeit noch auf Bau. Jetzt brauche ich aber bei der Spritze ja nicht. Ja, dann bin ich gleich mal gespannt, wenn wir hier durch sind. Wir hatten das Feld, glaube ich, bei 62 Umweltbewertung. Was da Spritzen und so mit das Spot Spraying uns hier jetzt noch in Punkten gebracht hat. Ich
ausgerechnet an der Stelle, wo wir dann ein bisschen kurven müssen, da ist das meiste Unkraut. Also Unkraut mag Kurven. Merken. Wofür? Wird hier wahrscheinlich ein bisschen was übergeblieben sein. Ja, 4% verbraucht. Was sagt die Statistik? Also die sagt, alles ist super. Die Statistik. Im Ernst? Von 62 auf 77? Nur durch... Lass ich mir gefallen. So, dann bringen wir ihn nochmal... Stream machen. Da würde ich sagen, genau, Motor starten macht Sinn. Bringt ein bisschen mehr Vortrieb. Dann machen wir uns jetzt hier ans Walzen. Man erkennt es halt fast gar nicht. Sicher, aber die 0,038 Liter Ertrag, die soll mir jetzt mal egal sein. Ja, hat der 926 inzwischen auch auf dieser Version schon wieder 6 Stunden auf dem Buckel. Ja gut, man darf ja noch nicht vergessen, dass außerhalb der Folgen auch sehr viel passiert, weil ich halt weiterhin versuche, so abwechslungsreich wie möglich in den Folgen zu sein. Das beinhaltet natürlich viel, viel Spielzeit zwischen den Folgen. Ja, und wie gesagt, nach dem Versionswechsel jetzt, bin ganz ehrlich, diese Aufnahmesession hat jetzt einschließlich dieser, die hat noch 3 Folgen, hat dann überhaupt nichts gegen die Hochbergmann, versteht mich da nicht falsch, aber wenn diese 3 Folgen im Kasten sind, bin ich aber auch froh, dass ich das hier eine Woche lang dann nicht spielen muss. Das war schon Marathon. Aber der Spaß im Spiel ist immer noch da, sonst wäre ich nicht hier. Pausen gehören auch dazu. Ja, mir ist aufgefallen, jetzt wird das Feld 2. Ne, wir ja nicht. Ich habe es ja auf Stream gemacht. Das Feld 2, was gemulcht war. Da hatten wir halt nach der Ansage eine andere Textur. Da konnte man dann das Weizen sehr gut erkennen. Aber diese angesäten Felder, die... Ich kann mich auch täuschen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich so auf Entfernung bin. Aber wenn wir jetzt hier nah gucken, rechts von der Walze ungewalzt, hinter der Walze gewalzt. Also einen großen Unterschied sehe ich da auch in der Nähe nicht. Aber wir haben ja immer noch die Map, auf der wir nachgucken können. Und VCA ist dann natürlich auch eine Riesenhilfe. Aber das hilft dir auch ja nur dann, wenn du VCA-Bahnen fährst. Das machst du.
guckst du ja seltenst im Vorgelände. Ja, was jetzt schon mal nach dem Versionswechsel schon mal für mich entspannt zu wissen, alle Felder sind wieder angesät, es wächst wieder was. Das heißt, es ist auch demnächst wieder mit lukrativen Einnahmen zu rechnen. Natürlich nicht ohne Arbeit, das ist auch klar. Den diesmal ein bisschen weiter rüberziehen, damit die Kurve da hinten nicht so schwer wird. Wobei, war es dann doch wohl nicht. Ja, was ich zu den beiden kleinen Inseln hier jetzt sagen soll, fällt mir auch nicht so wirklich ein. Wir kriegen die neue Map-Version. LSFM oder Pharma Ami erfreut uns hier mit vielen neuen Features. Aber mit dem Ding habe ich hier irgendwie das Gefühl nicht los. Ja, komm. Es gibt viel neuen Spaß, aber ein kleines Ärgernis drücke ich euch hier doch noch mit rein. Aber nein, es ist überhaupt nicht böse gemeint. Ich würde die Hofbergmann jetzt nicht in der, ich glaube, dritten LS-Version spielen. Also seit den 17er spielen, wenn mir das keinen Spaß machen würde. Mit dem, was Farmani hier macht. Aber man darf ja auch seine Meinung zu dem einen oder anderen Punkt auch haben. Und die Strommasten. Ich meine, mir ist aufgefallen, die führen auch direkt zu unserem Hof. Von daher waren wir bislang wohl ein bisschen autark, was das Ganze angeht. Oder nicht versorgt, weiß ich nicht. Das war aber Millimeter, aber das war. Ja, jetzt kommen wir halt wieder in die Phase, wo man das ganz schlecht sieht. Von daher wird es absichtlich ein bisschen Überlappung geben. Man sieht so auf dem Teil direkt und vorne links vom Traktor. Je weiter man nach vorne schaut, natürlich klar, das ist aber überall so. Das Sichtfeld ist ja nicht kilometerweit. Ich finde es hier halt schwierig. Da sollte man doch irgendwie eine deutlichere Texturänderung bekommen. Ich meine, dass die Textur sich nicht von geerntet zu gepflügt ändert, das ist mir auch klar, aber das hier ist ein bisschen. Ich bin ja schon Brillenträger und ich habe sie auch auf. Könnte man irgendwie eine Nuance mehr für den Spieler bieten.
Hier auch wieder, das ist ganz knapp nur zu erkennen. So ein bisschen schätzt man es dann ja auch an der Arbeitsbreite ab, aber. Das geht auch sicher ein bisschen hier jetzt zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung. Mal auf die Map gucken, ob ich da überall Punkte stehen lasse oder. Oh, das Problem kenne ich jetzt nur beim Weizen. Das ist eigentlich alles. Bei der Ernte, ich bin nicht mehr ganz sicher, glaube ich, Sorghum hier so war es, da erkennt man es auch ein bisschen schwer. Wo schon geerntet ist und wo nicht, aber ansonsten ist das doch alles gut erkennbar. Ja, das hat so einen leichten, das was gewalzt ist, das hat so einen leichten Schleier. Noch viel mehr Unterschied erkenne ich da auch nicht. So, dann kommen wir langsam wieder zum Thema. Unsere netten kleinen neuen Strommasten. Hat gepasst. Ja, mit der Seemaschine hat es super geklappt auf dieser Bahn. Beide 12 Meter. Der hat 12,3, wir schauen mal. Ich aber noch mal einmal nachgucken. Schafe Wasser. Kühe okay. Schweine okay. Nickels okay. Kätzchen okay. Hühner okay. Nee, das gibt Colli. Der Seemaschine bin ich hier in der zweiten Bahn glatt vorbeigekommen. Hier müssen wir. Ran. Hier müssen wir ein bisschen trommeln. Trommelst du genug? Ach komm schon. Aber dann fummelst du gleich schön dran vorbei, ja? Die ärgern mich jetzt, die Masten da. Aber okay. Müssen wir mit leben. Gut, es gibt Möglichkeiten, die Dinger zu entfernen. Nicht im Game, aber im Editor. Ich bin offen und ehrlich, da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Halte ich auch jetzt nicht für zwingend erforderlich, weil so Kleinigkeiten, da kann man auch mal einfach. Ja, man kann sich mal drüber ärgern, aber insgesamt kann man auch mal schmunzeln drüber hinwegsehen. Und nice wäre es, wenn du jetzt dran vorbeifährst. Und es war eben so allglatt. Ja, siehst du. Sehr schön.
fehlt mir nur hier, dass wir da am Mast direkt. Nö, oder? Nö. Alles gut. Naja, jetzt sind wir hier noch zwei Stück. Ja, dann die 7 und die 3 noch. Unkraut wird nicht kommen, weil die Felder alle gepflügt sind. 11 und 9, die Wiesen wachsen. Tja, und dann haben wir doch nach dem Walzen hier wieder Zeit für andere Dinge. Gut, die werden wir auch brauchen, die Tiere müssen versorgt werden. Wie gesagt, ne Moment, ich habe ja die Silage-Fermenter. Den habe ich hier wieder auf den alten Stand gebracht. Das heißt, das sind 37.000 x Silage drin. Damit können wir den Futtermischer dreimal, mindestens dreimal, also auf jeden Fall dreimal auffüllen. Heu und Stroh haben wir ja in Ballenform in den Lagern. Da glaube ich jetzt noch nicht wirklich stressen müssen. Wenn es halt eng wird, ja gut, dann kaufen wir uns ein paar Silageballen beim Händler. Dann wird das auch seinen Weg gehen. Aber schöner ist es natürlich, wenn man nichts kaufen muss, wenn man es selber produziert. Gucken wir hier nochmal einmal gemeinsam. Bring dich in Position, mein Freund, bring dich in Position. Gut, dann würde ich sagen, für diese Folge kommen wir zum Ende.
bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch diesem Projekt weiterhin treu bleibt. Bis dahin.